Es geht wieder weiter. Die Goyara, die habe ich in der Zwischenzeit mal alleine gespielt. Dazu erzähle ich gleich was. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Age of Empires 2. Spiel Hosten. Eingeladen. Die Goyara. Die habe ich in der Zwischenzeit mal alleine gespielt und die waren echt ganz schön schwierig. Wer jetzt? Die Goyara, die ich beim letzten Mal hatte, wo wir ja, okay. zusammen gespielt haben, ich musste ja rüberziehen zu dem einen Gegnergebiet und dann wieder rüber in die alte Heimat, wo wir den Ja. Azteken dann am Ende noch geschlagen haben. Und ich habe mich sehr schwer getan. Also einerseits bin ich sowieso kein großer Freund von Kamelreitern im Allgemeinen. Die haben zwar mehr Lebenspunkte und sind vielleicht einen Hauch besser als die Speerlinie, aber die kosten halt verdammt viel Gold und bringen dann, zumindest in meinen Augen, praktisch keinen Mehrwert. Deswegen konnte ich die dann knicken. Dann haben die auch noch das Problem, die haben nur Speerkämpfer, nicht mal Pikeniere. Und dann auch nur Zweihandschwertkämpfer, keine Elitekämpfer. Und da habe ich mich sehr schwer getan. Da habe ich dann auch am Ende gegen zwei Gegner gestanden. Das Blöde, das war eine Sonderkonstellation. Die letzten beiden Gegner waren meine beiden Nachbarn, alle herum waren schon weg. Und deswegen hat mich der eine von der einen Seite angegriffen, der andere von der anderen. Da muss ich mich aufteilen und irgendwann ging mir auch beinahe das Holz aus, weil hätte ich dann mein Holz weggemacht, dann hätten die ja noch mehr Platz gehabt zum Angreifen. Ich war dann zwar schon so weit, dass meine Wirtschaft lief, aber ich bin fast ja in den Modus gekommen, ich muss vielleicht sogar aufgeben, weil ich mit meinen Einheiten kaum was ausrichten konnte. Die haben zwar echt coole Elite-Einheiten, also die Chakramwerfer, die haben zu viel Xena geschaut, aber das hat denen leider nicht geholfen, weil die in meinen Augen einfach nicht stark sind. Na, heißt du da die Masse macht? Ja, mit der Masse habe ich dann gewonnen. Speerkämpfer so als, ich sag mal, Fliegenfänger. Damit dann zwei Handschwertkämpfer durchkommen können und eben Husaren, Plänkler und Handkanoniere. Aber dass gerade die Einheiten, die speziell sind, wenig anrichten und dann auch noch nur Speerkämpfer, das war echt hart. Habe es zwar am Ende gewonnen, aber es war hart. Dann nehme ich die Armenier, wenn du schon die Georgier ausgewählt hast. Jo. Ich weiß nicht, ich mag diesen, na, Technologiebau kann man es nicht nennen, aber dieses Volk, diese Volkbeschreibung in der Zivilisationsauswahl finde ich nicht so schön. Da mag ich den guten alten Technologiebaum lieber. Maultierkarren 25% weniger. Die erste Wehrkirche erhält eine kostenlose Reliquie. Das war, glaube ich, nur bei den Armenien. Armeniern, die Georgier nicht. Soweit bin ich gerade noch nicht. Okay. Normale Kaserneinheiten außer Schwertkämpfer sind ein Zeitalter früher verfügbar. Das fand ich ganz cool, als ich die mal eine gespielt habe. Einheiten der Galerneinheiten. Zusätzliches Geschoss. Naja, wir haben zwar hier jeder eine Pfütze. Ist jetzt aber nicht so entscheidend. Inzwischen reicht's. Kompositbogenschütze. Den Kompositbogenschützen, den fand ich auch ganz gut. Ja. Kriegerpriester muss ich noch ausprobieren. Habe ich im Alleinespielen nicht geschafft. Flotte. Ja, die haben halt auch einiges mit. Das ist eine Marine-Zivilisation und wir haben hier wenig Wasser. Deswegen, ups, habe ich was verstellt. Nee, da muss gescrollt. Und Infanterie plus 2 Sichtweite. Ich gucke nochmal kurz nochmal über blicksweise auf die Georgier. Georgier. Ach stimmt, das mit der Arbeitsrate, das wollte ich auch ausprobieren, habe ich aber auch nicht geschafft. Türme, Kavallerie. Gebäude 25% weniger Ressourcen zur Reparatur. Okay. Armenier, Georgier und ein paar Gegner brauchen wir auch noch. Reicht. Ah. Je mehr Gegner, desto mehr werden die sich erstmal untereinander beschäftigen. Ach, Sarkartengröße. Vier Gegner, die spielen alle nicht zusammen. Wir spielen auch noch nicht zusammen, jetzt schon. Nein. Ups.
Ich habe Lobby verlassen geklickt, da fragt er mich nochmal, bist du wirklich raus? Oh Gott, was Tuffiges. Italiener, Spanier, Khmer, Inka. Italiener könnte. Und Spanier, die habe ich letztens auch mal gespielt, die sind ziemlich cool. Ah, wieder ohne Pausetaste spielen. Was für ein Stress. Aber es muss alles schnell gehen. König, geh. Da ist schon Stein, sehr gut. Ach stimmt, ich habe die Karren. Sollte man berücksichtigen, wenn man Völkchen wählt hier. So, erstmal keine Arbeitslosen, Arbeit ist schon mal gut. Das ist ja ein kleiner Wolf. Was macht Fenrir da? Ich habe noch nichts für dieses Jahr geguckt bei Rainbow Six Siege, aber habe schon in einer kleinen Vorschau gehört, dass der Deimos bald spielbar sein soll. Das habe ich auch mitgekriegt. Finde ich ja erstmal schon irgendwie interessant, weil ein Anti-Charakter sozusagen und den soll man spielen können. Aber habe halt noch nicht viel weiter dazu geguckt oder gehört. Vorangeschritten, der Lirne. Okay, okay. Elf schon bei der Nahrung. Du bist unterhalb von mir, okay. Da ist schon wieder Stein. Und auch schon wieder Gold. Ich suche schon wieder nach dem Holzverlager, dabei gibt es ja hier bloß die Karren. Ist das dein Tümpelchen oder ist das mein Tümpelchen? Markier mal, ich denke es ist deiner, weil ich habe hier noch kein weiteres Wasser gesehen. Nein, doch nicht deins, weil ich habe meins direkt neben der Burg. Ah, okay. Den Weg nach unten brauche ich jetzt erstmal nicht großartig auskundschaften, weil da bist eh du. Da sollte keine Gefahr drohen. Yes, Patras, yes, Jean, der im Tagavor. Da oben ist Kartenende Gelände. Oh, da ist nochmal ein Baum, da will er nämlich nicht lange reiten. Ne? Okay. Der Webstuhl. Ich hänge etwas hinterher. Dieses ohne Pause spielen erstmal wieder etwas nicht gewöhnt. Ah, alle fertig. Okay. Hier werde ich abdecken müssen. Kommt die Pfütze des Gegners. Yes, Patras, yes, Hank Porem, yes, Haskanam, Terim. Yes, Uzais Karuzanem. Schon mal kurz gerne den Gegner sehen. Kommt er hier bitte mal bald? Ah, Gebärensträucher, dann ist er hier wirklich nicht. Da ist er.
Ich habe den Italiener neben mir und der schießt auf mein Pferdchen. Ich habe das Pinkel etwas neben mir, glaube ich, irgendwie. Der kam mir schon entgegen. Yes, patrastem. Yes, uz zais karutsanem. Yes, patrastem. Yes, uz zais karutsanem. Schon wieder Stein. Oh, Stein und Gold des Gegners. Noch keine Reliquie gesehen. Hast du schon eine gesehen? Nö. Je mehr Gegner wir auch haben, desto mehr Reliquien gibt's. Oh, ich hab den Lilan vor meiner Nase. Ja, der ist bei mir nebendran. Das könnte eklig werden. Oh, hier ist schon Wald, das ist aber ein bisschen ungünstig. Der mag ja Mauern, also die Gegner mögen ja gerne Mauern, deswegen sollte ich doch mal etwas mehr anfangs bauen. Dann haben sie mehr Spaß. Oh. Hm, hier ist schon wieder. Ich habe zwei Zugänge zum Gelben. Yes, genannt der ihn. Remang zerk der ihn takavor. Yes, es heißt Karuzanem. Yes, us seis Karuzanem. Parevces der ihn takavor. Yes, es heißt Karuzanem. Remang zerk der ihn takavor. Yes, es heißt Karuzanem. Ajo, der ihn takavor. Yes, es heißt Karuzanem. Ah, viel Freifläche. Okay. Parevces der ihn takavor. Yes, us seis Karuzanem. Ah, eine Reliquie. Ajo, derim takavor. Anpayman derim takavor. Yes, patrastem. Yes, uz zais karutsanem. Yes, uz zais karutsanem. Hab ich noch genug Holz? Ja. Yes, uz zais karutsanem. Yes, uz zais karutsanem. Yes, derim takavor. Yes, uz zais karutsanem. Hier ist aber auch viel Freiraum. Das ist aber auch nicht gut. Na, wird enger. Oh ja, es wird enger. Sehr gut. Steht denn hier rum? Ein Pferdchen von Grün. Okay, hier ist immerhin zu. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ajo, derim, Haskanam, derim. Yes, us zais karutsanem. Yes, us zais karutsanem. Wildschwein. Ah, keine neuen Dorfbewohner anbauen, das ist aber ungünstig. Eine Ritterzeit. Yes, patrastem. Derim. Yes, genam, derim. Ich baue mal einen Marktplatz. Yes, uz zais karutsanem. Yes, uz zais karutsanem. Yes, uz zais karutsanem. Keine weitere Reliquie. Schade. Dann bleibt es wohl bei zwei, die ich gefunden habe und meine, die ich bekomme. Yes, uz zais karutsanem. Yes, uz zais karutsanem. Yes, uz zais karutsanem. Ajo, derim takavor. Das sieht doch komisch aus. Yes, uz zais karutsanem. Sieht auch nicht yes, besser aus. Yes, uz zais karutsanem. Naja, Hauptsache es hilft. Yes, yes, haskanam, derim. Anpayman, derim takavor. Marktplatz steht.
Was hat denn hier geschossen? Ein Türkiser ist hier. Wie viel bringt denn das? 31 Gold, das ist erstmal gut. Ein Wolf. Und schon ein paar Dosen gefunden in deinem Tümpel. Da sind Fische drin. Also auch keine Schildis. Nee. Guck, versteckt hier in der Ecke noch irgendwo eine Reliquie? Mal gucken. War der eigentlich da? Hat er schon mitgekriegt? Ես ուզայս կարուցանեմ, ես ուզայս կարուցանեմ. Ես պատրաստ եմ. Ես պայթ կտրեմ. Ես ուզայս կարուցանեմ. Ես ուզայս կարուցանեմ. Ես ուզայս կարուցանեմ. Na, es bleibt bei einer Reliquie. Naja, muss halt irgendwann mal ein Gegner ausgenommen werden. Wird schon hoffentlich der Fall sein. Okay, dann machst, da bist du, dann muss ich hier nicht groß zumachen. Dann mach ich hier bloß noch eine dritte Mauer rein. Wobei das schon Großstein kostet. Ich hab zu dir mehr Mauer im Einsatz als zum Gelben. Ես ուզ զայս կարուցանեմ. Knosterbaum. Die Wehrkirche. 200 Holz. Ja, geht doch jetzt. Ja, das Feld hat was weggenommen. Ես ուզ զայս կարուցանեմ. Hä? Wieso baut ihr dann noch weiter? Achso, weil wieder zu wenig Holz in der Zwischenzeit. Okay. Ես պատրաստ եմ. Ես ուզ զայս կարուցանեմ. Ես ուզ զայս կարուցանեմ. Հրամանք ձերք, տեր իմ թագավոր. Այո, տեր իմ թագավոր. Բարև ձեզ, տեր իմ թագավոր. Ես ուզ զայս կարուցանեմ. Ես ուզ զայս կարուցանեմ, ես ուզ զայս կարուցանեմ, ես ուզ զայս կարուցանեմ, ես ուզ զայս կարուցանեմ, ես պատրաստ եմ, ես ուզ զայս կարուցանեմ. Was ist aber wissen hier, ne? Ես զայս կարուցանեմ, ես զայս կարուցանեմ. Ah, hier ist auch noch kein Tor drin. Scheiße, es kostet extra Steine. Naja. An der Ecke habe ich kein Tor rein, das sieht doof aus. Da geht Schönheit vor Schutz. Ich muss noch eine Uni bauen, falls die mal Bock haben, die Mauer anzugreifen. Dann brauche ich da Schutz. Wo habe ich die denn hin? Ես ուզ զայս, ես ուզ զայս կարուց, ես ուզ զայս կարուցանեմ, բարև ձեզ, տեր իմ թագավոր, ես պայտ կտրեմ. Der Mensch dackelt los. Und hier ist zu. Տեր իմ թագավոր, ես ուզ զայս կարուցանեմ. Ես պատրաստ եմ. Բարև ձեզ, տեր իմ թագավոր. Այո, տեր իմ թագավոր. Բարև ձեզ, տեր իմ թագավոր. Ես հանք փորեմ, ես պատրաստ եմ. Was reicht noch nicht? Ach, 30 pro Tor. Kacke. Naja. Dann macht er erstmal komplett zu. Kostet zwei Edelsteine. Erstmal, aber naja.
Der muss noch hier bleiben, der muss hier noch ein Tor reinbauen und der Mensch ist gleich da. Ich bräuchte vielleicht noch Stein zum Mauern verstärken. Nö, brauche ich nicht. Ես ուզ զայս կարուսան եմ, ես պատրաստ եմ. Das ist ein komisches Gebild an Häusern hier hinten. Ես ուզ զայս կարուսան եմ, ես ուզ զայս կարուսան եմ. Համանք ձերք, տեր իմ թագավոր, ես ուզ զայս կարուսան եմ. Ես ուզ զայս կարուսան եմ, ես ուզ զայս կարուսան եմ. Ես ուզ զայս կարուսան եմ, ես ուզ զայս կարուսան եմ. Ես ուզ զայս կարուսան եմ, ես ուզ զայս կարուսան եմ. Ես ուզ զայս կար, ես ուզ զայս, ես ուզ զայս, ես ուզ զայս կարուսան եմ. Ես ուզ զայս կարուսան, ես ուզ զայս կարուսան եմ. Ես ուզ զայս կարուսան, ես ուզ զայս կարուսան, ես ուզ զայս կարուսան եմ. Ես ուզ զայս կարուսան, ես ուզ զայս կարուսան եմ. Սա, lass mal ruhig. Ես պատրաստ եմ. Ես զայս կարուսան եմ. Bei mir ist noch komplett ruhig, der Gelbe hat noch keinen Bock. Was ich ja grundsätzlich erstmal gut finde. Ja, das wird ja noch nicht gehen, zu wenig Stein. Այո, տեր իմ թագավոր, ես գնամ, տեր, ես ուզ զայս կարուցան եմ. Bei dir ist auch noch alles ruhig, ne? Der Linane hat noch keinen Bock. Nö, aber der Blaue ist da schon rein und hat sich eine Reliquie versucht zu klauen. Okay, was ist denn der Linane eigentlich für einer? Ich weiß gerade nicht, wo ich das finde. Der Khmer oder sowas? Khmer. Ja, ist mir wurscht, wie das man es ausspricht. Ah, da steht's. Ja, der Lirne ist Khmer. Ich hab die Italiener neben mir. Auf jeden Fall irgendwas mit Elefanten. Ach da. Gut, der kann jetzt weiterbauen. Flup. Und das denke ich wird dann erstmal reichen. So, da. Am Anfang Kasernen zu bauen, für den Fall, dass die gleich mal ankommen wollen. Yay, er kommt! Und ist er nett? Nee. Das ist auch nicht nett. Nee. Was kommt denn mit Fantis? Mit Elefanten, ja. Gut, da braucht es in Anführungszeichen nur die Speerkämpferreihe. Mein nächstes Dorfzentrum in dieser kaum Platz. Ես ուզ զայս կարուսան եմ, ես պատրաստ եմ, ես գնամ տերիմ, ես ուզ զայս կարուսան եմ, ես պատրաստ եմ. Հրամանք ձերք, տերիմ թագավոր,
Na, mitmachen, nicht bloß blöd rumstehen. Kannst du die Mauer noch verstärken? Gucken, ob der mich hier abbauen lässt. Ah, ich suche schon wieder nach einem Arbeiterlager, dabei habe ich ja nur die Karren. So, ich brauche dieses Ding, steht genau Nahrung. War es nicht. Oh, oh, hier sind schon ganz viele Gelbe. Oh, das wird Ärger geben, wenn ich ihn jetzt angreife. Bei seinem Arbeiterlager. Oh oh. Da ist ein Wolf, mitmachen. Das denke ich, wird ekelhaft werden. Na, Stein ist wichtiger. Gold kriegt man ja durch Makkarren. Apropos Makkarren. Ah, jetzt kommt er angeschissen. Das gefällt mir halt gar nicht, dass ich da geärgert habe. Genueser Armbrustschütze, interessant. Ärgert er dich gerade sehr? Okay, so. Wollen wir die Fanti schon mal wegmachen, weil die kriegt man locker weg. Ja, da kommen 4-5 an, aber die sind auch nicht so schlimm. Der hat Armbrustschützen. Der hat Armbrustschützen. Ja. Aber du hast ja Ferdis. Wie du willst. Ein Triborg ballert jetzt nämlich auch auf die Mauer. Okay, dann schicke ich vor. Ich höre irgendeinen Triborg in der Ferne. Ja, da hinten am Dorfzentrum. Na, bekehrt tut er auch. Warte, das ist der Tagavor. Jetzt hast du genau. Jetzt genau. Ich habe einen Helle bei dir verloren durch einen scheiß Mensch. Oh, jetzt schickt er ordentlich Leute her. Das wird unangenehm. Das werden sie nicht überleben. Gut, dann tschüssi. War ein Versuch wert, den zu ärgern. Noch was zur Ablenkung schicken. Aua! Die sterben ja alle. Naja. Dann schicke ich den Markan aber woanders hin. Der sollte ihn nochmal ablenken. Schon kaputt. Ah, die habe ich auch noch rausgeschickt. Ich sterb. Naja, kostet ja nur Nahrung. Leben. Jetzt wird er vielleicht meine Mauer angreifen, weil ich so forsch war. Ja, das habe ich davon. Naja. Wie sieht's unten aus? Tor kaputt, aber er gibt erstmal Ruhe. Ein Mönch schickt er zu dem Tor. Was? Der Türkise hat schon Feierabend gemacht. Ein Graf. Greift er meine Mauer immer noch an? Oh, die hat er schon kaputt gemacht. Okay, wird vielleicht ein bisschen ernst. Sagen, konnte der rein? Nö. Mehr Nahrung, mehr Nahrung, mehr Nahrung. Im Bau. Ja,
Na ja, komm, noch ein Dorfzentrum hin, aber da brauche ich noch Platz für. Wie? Was? Wo? Ärgert er dich? Der ist reingekommen, hä? Ja. Ah, wahrscheinlich von hier. Vielleicht ist hier noch offen. Ja, ich guck grad, warte. Ich schick mal welche rüber. Kann ich es mir leisten? Ja, lässt mich gerade rüber. Oh, du könntest auch den Markkan ärgern. Uiuiui, das ist richtig reingekommen. Hm, wo sind meine Angreifer? Da. Ich greife von hinten an. Arbalestenschützen, ja. Oh, gar nicht mal so unstark. Da werden Fältchen besser, aber die kriegen wir klein. Ich guck mal, ob er hier hinten offen hatte. Ob er da rein ist. Ja, hier kommt ein Pferd an. Noch mehr Pferde. Ernsthaft? Das Pferd ist lebensmüde. Also bei Gelegenheit mal hier zumachen. Ja, ich bin gerade auf dem Weg, aber irgendwie zerlegt die ganze Zeit meine Bauern. Okay. Ich schick mal ein paar Leute vor, dass die hier sichern. Oh, fand ich's auch. Das ist gut gegen die Hellebardiere. Okay, bei mir, mich lässt dann Ruhe. Mein Tor da geärgert, ich habe seine Leute geärgert. Beim Abbauen sind wir so quitt. Hä, wollt ihr nicht immer zumachen? Ja, das ist jetzt mittlerweile schon. Nee, ich meine jetzt bei mir. Achso. Ob ich den Weg damit versperre? Ich produziere mal neue Einheiten zum Gegner bekämpfen. Die Sau noch bekehrt. Nochmal bekehrt. Ich habe da immer noch nicht mal den Flug, oh Mann, da bin ich ganz schön nachlässig. Okay, das macht zu. Erstmal sammeln, bevor wir die vorschicken. So, Einheiten gesammelt. Na, Ramme bringt er auch mit. Der Schlawiner. Bing, bing, das riecht nach Mauer. Ja, da einer. Zwei. Nein! Boah, der greift ja meine Markkan gleich an. Dein König! Wieso ist der da überhaupt draußen? Schon kaputt, die Burg?
weil der meine Burg angegriffen hat. Aber die ist ja noch voll ganz. Warum ist der... Warum hast du den losgeschickt? Ich wollte ihn retten. Jetzt schon? Ja. Jetzt, ja, na gut, jetzt ist es einfach zu spät. Dann kann man schlau daher reden. Bescheid sagen können, hätten wir ihn decken können. Dann sehe ich jetzt mal zu, meine Wirtschaft schnell hochzuziehen, damit wir das hier schnell beenden. Wieso habe ich den Mönch hier vorgeschickt? Wollte ich das Pferdchen vor... Ach so, wegen der Reliquie. Wie viele Gegner sind es denn noch? Drei. Okay, mal Gas geben. Gelb marschiert. Zu mir, oder? Blau greift gelb an. Gut, wenn die sich etwas gegenseitig Köpfe einhören, umso besser. Jetzt siehst du mal so viel, als ich schon so früh gestorben bin. Aha. Hatte ich dir das Vergnügen. Ich müsste ja mal in die Imperialzeit, fällt mir gerade ein. Hat bisher keinen Drang, weil ich in Ruhe gelassen wurde. Ich hab vorne eine Bogenfront auf. Ich hab die Leute abgeschlachtet und ich hab's nicht mitbekommen. Arschkekse. Oh, eingebaut. Aber so wie es aussieht, hat der Blaue keine Elite-Einheit? Nee, was? Was hat denn der Inka für Elite-Einheiten? Das siehst du, wenn du auf den Technologiebaum gehst und dann auf Walk hinten nachschaust. Ich würde es jetzt mal nicht machen, weil ich die Ruhe gerade nutze, die sie mir lassen. Das ist alles ruhig, alles ruhig. Hafen steht. Ah, muss ich erst die Imperialzeit haben? Dödö! Oh, die ist noch rausgerannt. Gegen den Pixar ist nicht so gut. Ich muss den Marktplatz schützen. Ich brauche das Gold. Also wie es aussieht, hat er keine Elite-Einheit, ne, der Blaue. Also der schickt nur Adlerkrieger hin und Plänkler auf dem Weise. Okay. Und natürlich Kriegsgerät hier. Also Ramm, so Trieböcke. Ja, nicht Trieböcke, aber er hat Sturmböcke und Mangel. Ah, dein Hafen steht ein bisschen im Weg. Kannst du ihn bitte mal abbauen? Wird schwierig. Oh, meine Pferdchen sind vorgerückt. Das war aber nicht gut. Naja. Kann gar nichts mehr abbauen. Nicht weiß. Ach, der Lila mischt beim Blauen jetzt auch noch mit. Oder der Lila läuft zum Gelben, also eins von beiden. Die machen hier gerade irgendwie alles unter sich aus. Beim Genueser, also beim Italiener, brennt auf jeden Fall eine Burg. Beim Gelben, mein Nachbar, deswegen, dass du mich nur über das selbst zu tun hat. Ja, der wird vom Lilan und vom Blauen angegriffen. Da macht er erst nächstes die Gerätsche und ich muss mal zu seiner Heiße zu bauen. Aber Lila macht sich mit Blau anlegen und mit Gelb. Wenn sie meinen. Dann werden sie auf jeden Fall verlieren. So, Imperialzeit, okay. Bin auch da. Okay, er hat jetzt Elite-Kämpfer draußen, der Blaue. Nee, ich mach's anders. Aber der Gelbe hackt sich zu dir durch, ne? Deiner Mauer entlang. Okay. Also. Aber noch nicht schlimm in dem Sinne. Wie ist denn hier Schmied und es fällt weg?
Ich mache hier bestenfalls mal bald zu, wo hier offen ist, damit ich die Ressourcen behalten kann. Ach, ich wollte ja auch Häuser bauen, fällt mir gerade ein. Also auf jeden Fall werden wir noch Rohstoffe abbauen. Das macht nämlich der Lila hier oben auch schon. Okay. Haut, klippt hier nämlich Gold weg. Gucken, ob hier Stress ist. Guckt mal mit vor. Da ist der Gelbe. Ach, die prügeln sich da schön, der Gelbe und der Blaue. Steht deine Mauer unten zum Lilanen noch? Ja, die steht noch. Gut. Aber wie gesagt, ich müsste gegebenenfalls mal jemanden zur Wache abstellen. Ich brauche mehr Makaren und Häuser. Da war was. Brauche ich jetzt nicht mehr entwickeln, egal. Ich glaube eher, dass der Italiener demnächst gleich die Grätsche macht, ne? Der Gelbe. Oh, das ist ein Geschwätz. Oh, hier hat irgendwas, irgendein Gerät. Okay, der Skorpion. Oh, der Gegner kommt mal mit Skorpionen. Krass. Das ist selten. Ich könnte mal wieder zumachen. Da ist dann komplett zu, oder? Ja. Eine Burg beim Gelben ist weg. Nimmt sich jetzt die zweite. Oh, toll! Guck mal, was ich zugemacht habe. Da, siehst du die Wunderkerze? Ich seh's. Da, bescheuert. Na, das ist halt so, wenn man nichts sieht. Ich konnte es dir auch nicht sagen. Wo ist denn der Karren? Immer noch nicht da. Okay. Skorpion mal ärgern. Es kommt nämlich noch ein Holzfäller, eine Holzfällerin vorbei. Ajo, Terim, genau, Terim. Yes, us zais karutsanem. Häuser wollte ich bauen, jetzt bin ich gleich wirklich an der Grenze. Der Gelbe ist hinüber. Yes, us zais karutsanem. Ramang zerk, Terim tagavol. Also nur der Lila, ne, du und der Blaue. Und der Blaue wird sich jetzt der Mist und einen von euch beiden vornehmen. Okay, bis dahin habe ich meine Wirtschaft so richtig am Laufen, das soll dann kein Problem mehr sein. Hier ausgebaut, ich muss bei der Mühle, da habe ich ja erst noch nicht mit dem Flug. Mann, oh Mann. So, Wehrpflicht, das ist nächstes Burgen. Ja, meinetwegen, Kriegspriester könnte ich mal einsetzen. Infanterie, meine Lebenspunkte. Spanier, der Blaue, scheint anscheinend eine Reliquie zu haben. Spanier sind ekelhaft. Er ist tot, der Spanier ist tot. Ah, naja, das ist gut. Und tschüss. So. Der Gelbe, der steht, weil er tot ist. Der Lilane macht sich gerade an meiner Mauer zu schaffen. Oh ja, oh, und zwar richtig toll. Scheiße.
Noch habe ich zu wenig Einheiten, um mich dagegen zu setzen. Moment, ich baue hier was auf. Bin gleich wieder da. Ja. V und dann B. Hä? V und B. Mach ich doch. Hä? Das andere ist B und B. Das geht auch nicht. Gut, Wirtschaft steht erstmal für den Anfang. Ich brauche viel mehr Häuser. Wie der dort eingesperrt ist, der eine Holzhacker. Geil. Na, die hacken jetzt alle Holz, das war wohl nicht so gewollt. Terror. Ist noch jemand arbeitslos? Ne, sieht nicht so aus. Doch. Drei. Triborg und Rambox sind drin. Hab grad angefangen, groß meine Einheiten hinzuschicken. Stehen bleiben, kämpfen. Ah, ich brauche Stelle, brauche ich auch noch. Oh, hier ist ja hinten einer. Schiffchen macht was, Reichweite und so. Achso, vielleicht hier mal ein bisschen mehr Reichweite ausbauen. Die kommen nicht bis zum Triebock, der ist schon kaputt, sehr gut. Wieso alle dem einen hinterher rennen? Wo ist der Karren? Da. Der dritte Rückzug an. Sehr gut. Kann ich jetzt ein paar Ställe hinbauen. Ey, der baut ja hier ab. Noch nicht groß erkundet. Ja, stopp das mal, das geht ja gar nicht klar. Den Scheiß machen wir auch weg. Der wird sich gleich wieder zurückziehen bei so vielen Einheiten, schätze ich. Der blaue marschiert zu dir hin. Na, merke ich oben. Ups, ich hab die weggeschickt. Gut. Zum Glück habe ich ja hier noch ein paar Kasernen. Mehr Häuser wären gut. Schön, dass dein Duftzentrum mitschießt. Häuser, Häuser. Der blaue ist durch einen Mauerring bei dir. Ja, der blaue, der ist gerade am schwierigsten. Das wird sportlich. Ich muss mein vieles Gold jetzt mal einsetzen, sonst wird das gleich richtig ekelhaft. Chevalier ist das Maximum, okay. Der im Tagavort.
Meine Niederheit kann ich mal einsetzen. Und viel mehr Häuser brauche ich jetzt. Okay, ich würde es knack machen mit. Limit erreicht. Der zweite Mauerring ist da durch. Der blaue? Ja. Komisch, aber okay. Hier wird was bekehrt, naja, sei es drum. Aber ein Tribok schießt hier schön auf seine Mauern drauf. Dann mach ich den jetzt mal weg. Wo ist er denn? Dein hervorgehoben. Okay. Den Nilan habe ich da unten auch im Griff, dann kann ich mal die Mauer wieder zumachen. Jetzt wird hier Holz abgehackt. Was habe ich das befohlen? Steht noch was im Weg? Der Blaue greift den Nilan an. Hätte er mal bei mir durchgezogen, anstatt sich. Naja, sein Ding. Ich sehe aber gerade, dass ich erstmal eine Pause machen muss. Die Folge geht ja schon ganz schön lang. Naja, vielleicht gewinnen wir in der nächsten Folge. Das will ich aber nochmal noch nicht groß ansprechen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.